Grüezi und hallo, mein Name ist Barbara Itzensperger. Seit 2016 organisiere und koordiniere ich hier an der Klinik Jeslanden den Studentenkurs. Unterdessen sind es ein bisschen mehr als am Anfang. Deswegen unterstützt mich ein tolles und sympathisches Team. Wir schauen mit Herzblut, dass alles wie am Schnürli läuft, dass du als Studentin, als Student einfach hierher kannst kommen, dich wohlfühlen und in einem positiven Umfeld kannst gut und viel lernen. Wir schauen aber auch, dass unsere kompetenten Dozenten nichts organisieren müssen und einfach herankommen können und ihr grosses Wissen und ihre Erfahrung an euch angehenden Ärztinnen und Ärzte weitergeben können. Unsere Feedbacks sind super und ich verspreche, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren werden ausruhen. Du überlegst dir jetzt für 4 Jahre nach Nicosia zu studieren. Lass dich einfach nicht irritieren, dass es eine Ferieninsel ist in Zypern. Das Studium wird nicht unter dem Sonnenschirm und im Liegestuhl stattfinden, sondern es wird harte Arbeit sein, wie in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich das auch wäre. Wenn man so einen harten Job hat, gibt es immer mal Sorgen oder Schwierigkeiten. Sowohl in Nicosia als auch hier werden wir dich eng betreuen, begleiten und bei solchen Problemen eine Lösung finden. Wir hier in Zürich haben kein Meer, keinen Sandstrand. Trotzdem ist es sehr schön, hier zu leben. Wir haben gerade vor der Haustür den See, wir haben Berge nicht weit. Im Sommer kann man wandern, im Winter kann man Skifahren. Und auch bei diesen internationalen Rankings belegt Zürich immer einen der ersten 5 Ränge. Darum denk nicht lange nach, tu dich einschreiben und in 4 Jahren lernen wir uns kennen. Ich freue mich und wünsche dir unterdessen viel Erfolg und Freude mit deinem Studium.